Es ist Pride Month! Yeah! Firmen können sich endlich wieder mit Regenbogenfarben schmücken, zeigen, dass man offen ist, dass jeder und jede so kann sein, wie man ist. Also in meinem Fall ein alter, weisser Cis-Mann mit halber Midlife-Crisis, politisch kurz vor einem Rechtsrutsch und einem Dialekt, der tönt wie Durchfall von Rick Casimir. Wieso Rick Casimir? Das ist der Phil. Er moderiert diese Woche die Show vollgespickt mit Gags, Gags, Gags. Geschrieben hat die aber nicht er, sondern die zwei Losers, der Mattu und der Meuri. Das ist hässlich. Weil das das Schärfste ist, wie du isst. Wenn man etwas von sich hält, dann macht man natürlich mit beim Pride Month. Swisscom, Roche, Swiss, alle sind an vorderster Front mit dabei. Und wie sieht es eigentlich bei uns aus? Bei unserem Saftladen? Nichts läuft. Nudeln, mach mal etwas. Nathalie Wappler, vorwärts. Pride, das ist jetzt das Ding. Laut Blick-Kommentarschreiber sind wir beim SRF ja eh alle links, schwul und zu wenig. Und was niemand weiss, das SRF, das steht eigentlich für Schweizer Regenbogenfernsehen. Drum. Ich fühle mich einfach schon viel toleranter, oder? Für mich sind alle Menschen gleich, solange sie Seraphie zahlen. Das heisst C-Rave. C-Rave, sorry. Ja, ey, bevor wir zu den weiteren News der Woche kommen, im Namen der Festivalleitung willkommen zum Philpner 2023 mit dem Headliner Jewel X. Wie heisst es? Philpner. Es ist eine Mischung zwischen Phil und Open Air. Aha, nee, sorry, ich hätte es nicht gecheckt. Danke, dass du erklärst. Wir haben den Headliner Jewel X oder X gebucht. Aber leider muss ich jetzt mitteilen, er muss leider Kamera machen für eine mittelmäßige Comedy-Show. Darum hat der Jewel X leider abgesagt. Wir haben keinen Headliner mehr, aber wer braucht Musik an einem Festival? Ich meine, wir haben den Wushu. Yeah! Und wir haben einen schönen Zeltplatz. Was kennst denn du für Bands, Moiri? Sag mal, welche Bands du schon gesehen hast. Weißt du, Sims, seine Lieblingsband war? Milky Chance am Opener St. Gallen letztes Jahr. Ich hab dich gesehen, wie du tanzt hast. So hast du tanzt. Leg mir die Wörter nicht ins Mund. Doch, Milky Chance. Nein. Die einzige Milky Chance, die ich nehme, ist die in der Celebrations-Packung. Tschüss. Wie es am Festival so üblich ist, werden ja mit Sachen bewertet. Menschen, 2023 macht man das nicht mehr. Darum tut der Wushu für euch Gags bewerten. Und was auch noch fehlt, ich sehe mich noch zu wenig festivalmässig aus, so wie ich Festivalmenschen sehe. Darum kommen wir zu den News der Woche. Der US-Multimillionär Brian Johnson will unbedingt jung bleiben. Ja, wer will das nicht? Ich kann nicht zwinkern. Könnt ihr mal aufhören, mir Zwinkeranweisungen? Ich kann nicht zwinkern. Er hat die grossartigste Idee gehabt, ever. Blut. Jungsblut. Blut von seinem 17-jährigen Sohn. Klingt wie ein schlechtes Disney-Drehbuch auf Crack. Ist es auch. Schon ein bisschen abartig, oder? Da kommt mir gerade eine Plazenta. Was? Nein! Der Wushu Hammer. Können wir den Gag schnell noch bewerten, Phil? Ich muss es zuerst noch machen. Ich habe noch nicht mal gemacht. Da kommt mir ja gerade die Plazenta von meinem Kind wieder rauf. Ja, dann geben wir es. Solides 8. Yes! Habt ihr den sich mal gesehen? Schau mal die Fotos hier. Von sich und seinem Sohn und seinem Vater auf Instagram. So hebt man sich also, wenn man eine Happy Family ist. Also solche Fotos macht man doch normalerweise, wenn man auf Insta ankündigt, dass man schwanger ist. Wenn man besoffen am 3 Uhr morgens auf dem E-Scooter vom Club im Dönerladen fetzt. Wenn man den Grossvater beim Wandern huckepack den Berg muss abschleppen. Jetzt aber mal ehrlich, wenn ich nicht schon so alt wie aussehe, ich will mir auch das Blut von meinem Kind spritzen lassen. Überleg dir mal den Lebenssaft vom eigenen Sohn im Körper. Oder wie man im Appenzell sagt, erfolgreiche Date-Night. Gib mir 6. Ah, danke vielmals. Also ich finde, man kann ja eigentlich auch einfach in Würde altern, falls jemand weiss, wie das geht. Ich brauche noch Tipps. Schreiben Sie jetzt hier unten in die Kommentare. Schau mal, wie ich in Würde alter. Schau mich an, ich bin unter einem Pavillon in einer Comedy-Sendung mit dem Wuschel zusammen und euch zwei Tippen. Das ist in Würde altern. Mal. Ui. Es ziehen Gewitterwolken auf. Scheiße. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das vorher wieder zusammenbauen, bevor es wirklich regnen kommt. Darum, jemand von euch beiden muss nüchtern bleiben, um nachher noch helfen zusammenbauen. Und jetzt ist es so, ich finde, jemand darf saufen heute auch. Und ich finde, Moiri hat es verdient, um sich mal wieder gehen zu lassen. Moiri, willst du ein Bier? Ja, gern. Super. Warte, ich mach das auf. Ja, wie wolltest du? Nein! Ja, eben. Bleiben wir bei meinem Lebensthema, der Alters-Weirdness. Passend zum Pride Month ist auch meine Lieblings-Drag-Queen ein halbes Jahrhundert alt geworden, Heidi Klum. Sorry, das war jetzt nicht fair für Drag-Queens.
50 ist schon ein krasses Alter. Nur hast du eine Einordnung. Alles das ist auch 50 Jahre alt. IKEA, das erste Telefongespräch über das Handy, der Barcode, das World Trade Center in New York, das Opernhaus in Sydney, AC/DC und der Film «The Exorcist». So treffsicher kötzeln. In diesem Film kannst du auch als Model wirklich etwas lernen. Zurück zu der Heidi. Die sieht seit gespürt 30 Jahren genau gleich aus. Vampire Wipes. Trink jetzt ein bisschen, komm. Das muss noch runter. Sonst können wir mit den Richter. Aber danke Heidi, endlich auch ich mal jemanden mit dem Aussehen mansplainen. Schau Heidi, so sieht jemand aus, dem Alter entsprechend. Ich sehe recht jung aus im Fall, das ist einfach ein schlechter. Der Gag funktioniert inhaltlich nicht. Doch. Ich sehe super young and fresh aus noch für mein Alter. Nein, wir hatten schon noch Bildmaterial, wo du wirklich 54 aussiehst. Wo passend euch das Setting rein passt? Oh nein. Ihre Geburtstagsparty war natürlich hochexklusiv, nur die Crème de la Crème von den Celebrities. Wir von Studio 404 haben exklusive Bilder von dieser Party bekommen. Was meine Theorie ist, wenn man regelmässig junge Mädchen zum Brüllen bringt, haltet das jung. Der Till Lindemann von Rammstein wird also ewig leben. Ich habe nicht einmal gecheckt. Aber ja. Du hast noch nicht gecheckt? Nein, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Das ist gottlos. Kannst du geben? Ja. Ja. Relevantere News jetzt im Recap. Willkommen zum Recap. Der Otto ist mit 74 in den Charts. Senioren, die es noch mal wissen wollen, ist jetzt auch nichts Neues. In Deutschland ist ein Rentner 1,5 Jahre tot in der Wohnung gelegen. Einerseits traurig, andererseits grusig. Aber ein bisschen stinken muss es. Scheinbar haben wir 8 Meter Grenze an die Schwabe abgegeben. Eigentlich hätten wir den ganzen Kanton Aargau irgendwann oben drauf legen können. Der Göller wollte als Kind ein UFO gesehen haben. Es sei wie ein Blitz in den Himmel geschossen und dann weg gewesen. Schade, haben sie den Göller nicht mitgenommen. Der Joe Biden hat sich bei einem Auftritt auf die Fresse gelegt. Er ist über einen Sack gestogelt. Ein alter Sack stogelt über einen alten Sack. Classic Inception. Ein schwedischer Verband will, dass Sex als Sport anerkannt wird. Sohn, die wollen doch nur, dass es nach dem Sportpanorama kommt. Dabei kann man auch den Bodyleute beim Vogeln zuschauen. In Zürich hat dort ein Bärchen ein Nümmerli geschoben. Hoffentlich haben sie sich geschützt. Die Sonne prescht im Moment unhuren. Verkehr nimmt zu, auch in der Luft. Die Leute fliegen wieder um wie vor der Pandemie. Hä? Wieso klebt sich eigentlich niemand mal an ein Flugzeug? Von Apple gibt es ein neues VR-Set. Der Akku von dieser Skibrille hat gerade mal 2 Stunden. Immerhin hast du mit Drip wie ein 1996. Ich nehme 100. Der Recap ist Ihnen präsentiert worden vom Sozialen Amt Bern. Schöne Stimme, aber Bern ist schon die Stadt Bern. Bekannt für lauter langweilige Sachen, Bären, Festivals, Fokuhilas, PolitikerInnen und Fußballclubs. Um da ein bisschen Würze reinzubringen, haben Sie jetzt eine glorreiche Idee gehabt, Berner. Kocht's für alle! Das kann man gegen mich verwenden. Immerhin, wenn Berner anfangen zu koksen, reden sie wenigstens endlich in Normalgeschwindigkeit. Obwohl ein Berner auf Koks ist eigentlich wie ich nach dem zweiten Kaffee, einfach mit Selbstvertrauen. Verdammt nochmal, was bleibt uns eigentlich übrig, wenn Berner uns Zürcher sogar das Koksen wegnimmt? Wenn sie jetzt auch noch einen Böck verbrennen, Halbblut den ganzen Tag zu Techno rumdancen, anfangen schlecht Fußball spielen, 3,5 Zimmerwohnungen für 6'000 Stutz vermieten. 2028 gibt es dann übrigens auch eine neue Verfilmung von Cocaine Bear, nämlich Cocaine Bern. Und wir kommen schon zu den letzten News der Woche. Und ich spüre es schon. Oh, erste. Jetzt musst du spritzen. Da. Oh, ich spüre es schon. Oh, erste Tröpfli. Oh, es regnet. Oh, oh. Ich bin nass. Wir müssen das Wurfzelt dann noch fachgerecht abbauen. Einfach weil das steht eben hier im Regen. Moiri, könntest du das machen? Ich denke, du kannst es am besten. Ich bin besoffen! Und ich habe 2 Bier an meine Hand geklebt. Unsere Airline, die gute alte Swiss, macht jetzt Werbung auf Tinder, um neues Personal zu finden. Swiss und Tinder, jetzt ein Match. Bei gewissen Tinder-Dates wären 3 Notausgänge und eine Kotztüte sicher nicht verkehrt. Die beiden haben ja vieles gemeinsam. Beim Benutzen hast du ein schlechtes Gewissen. Das wirklich geile Angebot kostet extra. Und wenn du in der Mitte bist von einem Dreier, ist es hauptsächlich mühsam. Und bei beiden bringt der Schwimmweste absolut nichts. Moritz, es ist ein bisschen laut. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Kann ich nicht gut. Da noch 5 Vorschläge, wie sich andere Firmen auf Tinder könnten präsentieren. Exit, dein letzter Match. Open Air St. Gallen, Scheiß auf Matches, wir haben Match. Oh, das ist herzig. Go, für mich und dich und sie und ihn. Und er, Kantonspolizei Zürich, wenn du es ein bisschen härter magst. McDonalds, für die Nacht um 3 völlig okay. Aber stell dir mal das Bewerbungsgespräch vor bei der Swiss.
Wie sind Sie auf unsere Stelle aufmerksam geworden? Oh, sorry! Was ist das? Du hast mich nicht gesehen! Ich hab dich nicht gesehen! Natürlich! Ist nicht so, dass ich etwas in einer halben Stunde da habe. Das ist wirklich Hacke. Und wenn wir schon bei den Ferien sind, wir hätten da noch einen gesellschaftlich relevanten Input für deine nächsten Sommerferien in unserem Screen Rant. Also gut, Ferien buchen im Internet, das ist wie ein Reisebüro, das von den Happy Tree Friends betrieben wird. Alle sind Arschlöcher und am Schluss tut es so weh, dass du gar nicht hinschauen willst. Zürich, Amsterdam, einmal der Flight 420. Ist doch schön. Aber die Seiten, die einem die billigsten Flüge raussuchen, die wirken fast immer ein bisschen nach Darknet. Wenn du hier buchst, wachst du garantiert in einem Eisbad in Bangkok auf, mit einer Nieren weniger und Chlamydien. Nein, danke. Nehmen wir lieber die Bünzli Airline. Da weisst du immerhin, dass du im Flieger nicht mehr stehen musst. In der First Class wird Delfin viele mit Elfenbein raspeln. Hinten im Klapf gibt es ein abgelaufenes Minipick und ein Ginkes Skibein mit dem Saftwagen. Da hast du mich. Gut, Hotel, das sind ja die grössten Halsabschneider. Sobald sie wissen, wo du hin möchtest, schrauben sie die Preise einfach mit jedem Klick auf. Und gleichzeitig machen sie dir einfach mega Druck. Nur noch ein Zimmer verfügbar. Buch jetzt oder wir brechen dir die Beine. Die Fotos sind auch etwa so zuverlässig wie auf Tinder. Und die Bewertungen fühlen sich an, als würdest du in einer Shisha-Bar über das Freihandelsabkommen diskutieren. Danke für gar nichts. Lömmen, sie bleibt daheim. Danke, Neil. Ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit für mich zum Abdüsen und ein Schläfchen machen hier im Zelt. Adieu, nächste Woche. Dann auf dem Schleuder sitzt hier der da hinten, der Moiri. Überraschung. Ich hoffe, bis dann ist er wieder nüchtern. Hey, schön, habt ihr geschaut. Abonnieren, kommentieren, liken, nicht vergessen. Nächste Woche dann mit einem absolut top motivierten David Moiri.